Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale. Wir machen jetzt mal eine Kiste auf und dann geht's auch gleich weiter mit meinem Golem-Klon-Deck auf dem Weg Richtung legendäre Arena. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ja, ein paar Spiele müssen wir noch gewinnen. Wäre schön, wenn uns das gelingen würde. Es ist immer noch am Vormittag und da habe ich mit meinem Golem-Deck immer bessere Chancen. Ich weiß nicht wieso, aber ja, mal gucken, ob es heute auch wieder läuft. Ich habe jetzt erstmal nichts geändert am Deck. Weil ich eigentlich relativ zufrieden bin, zumindest momentan. Vor allem heute wissen die Leute noch nicht so genau, wie sie mit dem Golem-Deck umgehen sollen. Was natürlich ein Vorteil für mich ist. Habe ich gesagt, mit dem Golem-Deck? Ich meine natürlich, wie sie mit dem Klon-Zauber umgehen sollen. Das ist ja das neue. Level 8. Level 8 ist böse. Level 8 ist sehr böse. Da muss ich erstmal gucken, was ich hier mache. Ja. Kommt was? Knall oder 8? Ich finde es ja, das ist okay. Damit kann ich leben. Schick mir da mal was hinterher. Und natürlich. Ja, natürlich was mit Inferno-Turm. Warum auch nicht? Warum sollte man auch ohne Entfernung spielen? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Das ist ärgerlich. Dieser Entfernung-Turm ist immer wieder ärgerlich. Vor allem im Golem-Deck. Ich glaube, als nächstes. Das war jetzt Fail auf so viel Art und Weise. ja, Entfernung-Turm. Scheiße. Ich glaube, ich stelle jetzt dann mal ein neues Deck zusammen. Die nächste Folge dann. Diese Folge werden wir jetzt natürlich noch mit dem Golem-Deck spielen. Aber dann. So. Dann stellen wir die mal dahin, weil ja wahrscheinlich gleich der Inferno-Turm kommt. Und sobald der. Hoppala. Wird nichts mehr kommen, wollte ich fast sagen, aber ja, immerhin ein bisschen Schaden, aber es reicht nicht. Es wird also nicht reichen, jetzt kommt gleich genau das. Auch die Prinzessin dahinter oder wie auch immer. Der Feuerball, der hat mir nicht irgendwann gereicht. Ja, da freut er sich natürlich. Würde ich mich auch freuen. Und die Katze dreht am Rad. Sorry dafür, aber das ist halt nicht los. Jetzt gucken wir mal, ob ich alle tot war. Ja. Ja, okay. Das war's dann nicht. Ja. Wieder ein Spiel mehr gewinnen Richtung legendäre Arena. Aber das kriegen wir alles hin. Nach und nach. Mühsam. Jetzt das Eichhörnchen. Ihr wisst ja, wie es ist. So, mal gucken. Mal gucken. Da meint's aber einer ernst. Oder die Wolfen? Ja, das wird. Der Turm ist weg. Das kann ich sagen. Der Turm überlebt es nicht. Ja. Der Golem überlebt es auch nicht mehr. Verdammt. Ich bin drauf reingefallen. Golem auf eine Seite. Das ist immer das Problem, Golem-Deck. Du gibst halt 8 Energie aus und 8 Energie ist nicht wenig. Für den Golem. Und wenn er auf der anderen Seite irgendwas Großes reinpackt, dann hast du verloren. Und wieso nehme ich jetzt die Skelett-Armee? Könnte ich doch eigentlich jetzt gleich gut brauchen, wenn er. Naja. Okay, gucken wir mal. Gucken wir mal, was er wohin macht. Dann verlieren wir halt noch eins im Zweifelsfall. Ja, gut. Machst du nix? Ja, genau. Das war klar. Dass es wieder genauso macht. Was ein nerviger Typ.
Das ist verloren, Leute. Da werde ich nichts mehr machen. Und der Turm geht noch drauf, das ist klar. Ich müsste jetzt eigentlich über die linke Seite. Alles über die linke Seite nur noch. Und selbst dann der Schweinereiter. Was, reichen zwei Schläge? Ja, mal gucken. Aber. Ja, okay. Da können wir den Schweinereiter noch aufhalten. Zumindest vorerst. Aber es wird trotzdem acht. Mann, bin ich dann gleich wieder unter 2700. Ist ja nervig. Gut, wir probieren es weiterhin. Wie gesagt, ich mache jetzt diese Folge noch mit dem Golem. Vielleicht auch eine kürzere Folge. Deck umstellen muss. Ja, genau deswegen muss ich nämlich das Deck umstellen. Es ist so bescheuert. Im Infernturm. Ich könnte jedes Mal wieder kotzen. Und du stellst das Ding hin und alles, was irgendwie groß ist, hat keine Chance mehr. Da ranzukommen. Und vielleicht, ja, jetzt haben wir einen Barbaren vor den Golem packt oder so. Klar, tolle Sache. Ach, wisst ihr. Aber habe ich auch probiert. Das ist nicht das Wahre, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Inferno-Turm und das ist ja herzallerliebst ist das. Machen wir nochmal einen Run. Wenn er wieder aufstellt, dann gucken wir mal. Minenwerfer. Oh, auch nice. Das ist klar, aber es hilft ja nicht. Wie ich diesen Drecks Inferno Turm lasse. Ich kann es keinem Menschen sagen, wie mir der auf den Keks geht. Es ist so öde, gegen den zu spielen. Weil es immer gleich abläuft. Und du kannst eigentlich nichts machen. So, warte mal, schießt auf. Ist ja völlig auf was anderes. Es war so nicht geplant. Gehen wir jetzt nicht auf den Keks hier. Ja, jetzt wird der Inferno-Turm wieder da, war klar. Ich kann nicht gegen das Ding gewinnen. Ich kann es einfach nicht. Aber gut, gehört zum Spiel. Müssen wir uns was anderes überlegen. Das machen wir auch für die nächste Folge. Für heute reicht das auch schon wieder, finde ich. Nächste Folge wird es besser. Ich bedanke mich fürs Zusehen und schaltet wieder ein, wenn es Zeit ist für Clash Royale. Bis dann und tschüss.